Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Die Situation ist extrem schwierig. Volatilität in den Märkten ist verrückt geworden. Und einige denken, dass man hier vielleicht einige Vorteile haben kann. Handeln in dieser Situation. Die denken vielleicht, dass es eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen gibt. Die Schwankungen sind hoch und wenn man mit diesen Schwankungen richtig spielt, dann kann man sicher gut verdienen. Aber ich würde wirklich empfehlen, ruhig zu bleiben, weil die Situation zu hektisch ist. Man kann in diesen Märkten nicht sauber arbeiten. Einige sagen, man sollte die Stoppsniveaus zu der Volatilität adaptieren. Also es ist mehr volatil, also breitere Stops. Das ist sicher eine Lösung generell, aber die Volatilität ist heute so hoch, dass auch diese Stop-Niveaus proportionell zu der Vola wären dann so groß, dass wir damit nicht mehr handeln könnten. Andere sagen auch, okay, kein Problem, du solltest deine Positionsgröße adaptieren zu der Volatilität. Also je höher die Volatilität, desto kleiner, geringer die Position, die du öffnest. Das ist auch richtig, das ist ein Volatility-Based Position Sizing Algorithm, aber auch in dem Fall, wir sind heute in einer Situation, wo die Volatilität so hoch ist, dass in der Tat die Position wäre so klein, runterskaliert und die wäre übrig nur noch, wenn wir einen Account hätten mit mehreren Millionen Euro. Was ich natürlich hoffe für euch alle, aber normalerweise arbeitet man mit kleineren Kontos und mit diesen kleineren Konto könnte man nicht so runterskalieren, weil, wie gesagt, dieses Faktor ist heute wirklich zu groß. Aber generell kann man irgendwie die Volatilität nutzen, einige Entscheidungen zu treffen für unser Trading. Kann man oder soll man unser Trading ändern, wenn die Situation zu einem bestimmten Punkt kommt mit der Volatilität, wie heute zum Beispiel, oder ist heute einer von diesen Punkten. Dazu würde ich dir mal etwas zeigen, eine kleine Research auf meinem Laptop zeige ich dir sofort und dort kann ich dir meine Ergebnisse zeigen, sodass du auch wissen kannst, wie man normalerweise Entscheidungen treffen kann, wenn die Situation verrückt wird. Sollen wir so arbeiten wie immer? Sollen wir nicht arbeiten? Sollen wir anders arbeiten? Das zeige ich dir sofort. Bleib dran. Also Leute, hier will ich erstmal starten mit dieser Webseite hier, vixcentral.com, wo es immer gute Info gibt über die Volatilität generell. Die Webseite gibt das ein Real-Time-Update von der Situation und das hier, was man sieht, die blaue Kurve, sind die Volatilität, die Werte von der unterschiedlichen Expiries von den VIX-Futures. Und da oben ist das Index, Volatility-Index. Das ist natürlich glatt, weil es einen bestimmten Wert hat und das sind die Futures. Was man heute sieht, ist, dass die Kurve von oben links nach unten rechts geht und das heißt, die ist in Backwardation. Das sind jetzt vielleicht komplizierte Termine, das ist jetzt nicht so wichtig. Und wichtig ist, dass das ist eine normalerweise gefährliche Situation. Normalerweise geht die Kurve von unten links nach oben rechts. Aber okay, das ist jetzt nur eine Info. Hier kann man sehen, wie die Situation aussieht. Die erste Expiries hier sind diese mit der höheren Vola und dann geht es ein bisschen runter. Diese Situation ist, wie gesagt, normalerweise ziemlich gefährlich. Und das wissen wir genauso jetzt, weil wir sehen, was in der Märkte passiert. Man kann hier die unterschiedlichen Werte lesen und sehen. Und man kann sehen, die unterschiedlichen Ratios zwischen VIX, Future von einem Monat auf drei Monate, ein Monat auf zwei und so weiter. Das sind, wenn man mit Volatilität spielen will,
wirklich wichtige und interessante Informationen. Obwohl das nicht jetzt unser Ziel ist zu verstehen, wie man das nutzt, das wäre natürlich ein größeres Thema. Aber wir wollen sehen, was mit so hohen Werten passiert. Und das, was ich hier dir zeige, ist ein System, was ich auf Nasdaq 500 Aktien habe. Nicht alle 500 Aktien zusammen, aber es gibt Signale, da kauft man einige von den Aktien, und die Equity-Linie von diesem System ist, wie du sehen kannst, ziemlich gut, schöne Equity-Line. Die sieht gut aus, regulär und ziemlich sauber. Und dieses System, wenn man hier guckt, was in der letzten Zeit passiert, und generell ist ziemlich stabil. Also die Frage ist, wie ist es möglich, dass dieses System so gut funktioniert, wenn die Situation so hektisch ist? Einfach weil das System am Moment nicht arbeitet. Aber habe ich das selbst entschieden oder nicht? Nein, ich habe es nicht selbst entschieden, ich mache das alles mit den Inputs. In Data 2, also ich habe die Aktien und ich habe auch das VIX-Index in Beobachtung, in Tagesdaten. Was macht das System? Das holt die letzten 100 Werte vom VIX-Index, baut ein Ranking, also von dem stärksten zum schwachsten, und dann guckt mal, wo wir heute oder besser gestern bei der Close waren. Das heißt, wo sind wir? In den obenen 10% oder sind wir unten? Sind wir in der Mitte? Sind wir ganz unten? Wenn das System in den höchsten 10% ist, also wenn wir jetzt im Moment in den 10% Fälle sind, wo die Volatilität so hoch ist, dann arbeiten wir einfach nicht. Filter hieß hier 0,9, das heißt 90%. Wenn wir das bei 1,1 stellen zum Beispiel, dann haben wir keinen Filter und die Equity Line würde in dem Fall so aussehen. Also da sieht man sofort, dass die Situation natürlich nicht nur jetzt, aber auch in anderen Fällen etwas dramatisch aussah. Die Equity Line verdient immer noch, es ist immer noch regulär, aber es gibt diese Momente, wo natürlich die Situation ziemlich schlecht aussah. Das heißt, dieses Filter, das sagt, sind wir am Moment in den 10% Fälle, wo die Volatilität von den letzten 100 Werten zu hoch ist, ja, dann bitte bleib ruhig. Und dann vermeiden wir diese Spitze nach unten, die natürlich nicht nett sind. Und das ist natürlich eine gute Info, ein System zu filtern. Die Frage ist aber, okay, ich habe aber auch Systeme auf dem Mini-S&P 500. Und dieses System, ich habe dir mehrmals gesagt, Mini-S&P 500 ist ein Markt, der als Mean-Reverting gut arbeitet. Ein System, ein Markt, wo man normalerweise kauft, wenn es runterfällt. Okay? Und das ist auch ähnlich zu diesem Aktiensystem hier. Okay, aber es ist ja klar, dass auch in dem Fall, und das sieht man hier von den Ergebnissen auf den Aktien, die natürlich sich ähnlich bewegen zu dem Mini-S&P 500 Future, dann kann man natürlich auch mehrere Verluste sammeln, weil die Märkte einfach runterkommen. Ich kaufe tief, aber es wird dann tiefer und ich werde ausgestoppt oder noch schlimmer, bleibe ich in einer verlierenden Position. Die Frage ist also, okay, kann ich diese Filter auch auf dem Mini-S&P 500 nutzen, auf meine Systeme? Ja, okay. Die Antwort wäre natürlich ja, und ich habe es getan und ich habe gute Ergebnisse gesehen. Also der Filter hat auch dort gut funktioniert. Aber dann habe ich gedacht, okay, aber wie wäre es, wenn ich diesen Filter umgekehrt nutze, wo ich ein System baue, wo ich im Breakout arbeite auf Mini-S&P, wenn wir in den 10% sind oben. Und hier sind die Ergebnisse. Das ist die Equity Line. Das System hier arbeitet im Breakout, nicht kauft nicht tief oder verkauft hoch, nein. Wenn es tief wird, dann verkauft es, geht short. Also es ist ein Breakout-System, ein Trend-Following-System, was normalerweise auf Mini-S&P 500 nicht funktioniert. Aber wenn wir in den oberen 10% von der Vola-Fälle liegen, dann haben wir diese sehr guten Ergebnisse.
Hier kauft es einfach, das ist ein einfacher Opening Range Breakout System. Das kauft nach einer Weile oder verkauft, wenn es runterfällt. Im Prinzip war es nur Short, aber dann habe ich auch die Long-Seite getestet. Und die Long-Seite, das ist die Short-Seite, die Long-Seite funktioniert aber auch. Also, auf beide Seiten funktioniert Breakout Trading auf dem Mini-S&P auch, wenn wir in hoher Volatilitätssituation sind. Und das ist ein super Ergebnis, dass wir eine so schöne Equity reinbekommen, nicht nur heute, aber generell, wenn die Volatilität hoch ist, können wir natürlich erstaunt, aber auch zufrieden sein. Wir haben ein System, was in diesen unglaublichen Fällen funktioniert. Und es funktioniert total umgekehrt als normal. Normalerweise arbeiten wir im Min-Reverting auf Min-S&P 500, aber wir können, wenn alles verrückt wird, im Breakout arbeiten. Aber das entscheiden wir nicht aus dem Bauch. Nein, wir haben einen Indikator, der sagt uns, am Moment ist die Volatilität so hoch, du bist in obenen 10% von den Fällen, dass du in den letzten 100 Tagen kontrolliert hast, dann kannst du statt Min-Reverting, wie du normalerweise arbeitest, in Breakout arbeiten. Und das ist ein wirklich wichtiges Ergebnis, weil wir ein Algo-Filter haben, was uns sagt, was zu tun und wie wir handeln sollen, wenn die Situation nicht normal, sagen wir, aussieht. Wir haben die Möglichkeit, das zu messen, wie wir auch anders normalerweise machen mit unseren Zahlen. Und das ist sehr wichtig. Nicht auf dem Bauch, sondern alles algorithmisch. So, das war's. Das war nur ein Beispiel, aber es zeigt, wie man die Situation analysieren kann und wie ich die Entscheidungen normalerweise treffe. Das heißt, ich bin ein Algo-Trader, ich bin ein automatisierter Trader. Das bedeutet nicht nur, dass ich alles allein im Computer laufen lasse. Auch, aber das ist nur ein Teil. Algo-Trading oder systematisch Trading bedeutet für mich, dass alles, was entschieden wird, kommt von Zahlen. Man rechnet, man kontrolliert die Ergebnisse und auf diese Zahlen, die man lesen kann nach einer Analyse, entscheidet man, was zu tun. In dem Fall habe ich gezeigt, dass die Entscheidung wurde getroffen nach einer bestimmten Analyse und die Ergebnisse haben mir gesagt, mache das und das und das. Die Vorteile sind, dass die Entscheidung hier getroffen wird, wenn alles noch ruhig ist. Also dass, wenn alles verrückt wird, habe ich schon einen Plan B oder C oder D, damit ich den ich nutzen kann zu arbeiten. Und das ist generell wichtig. Aber wichtig ist generell, dass mein Ansatz ist nicht aus dem Bauch eine Entscheidung zu treffen, sondern ich versuche, was passiert, zu analysieren mit Nummern, mit Zahlen und im Vergleich zu anderen ähnlichen, wenn es gibt Situationen, die in der Vergangenheit stattgefunden hatten. Wenn du mehr wissen willst von automatisierter Trading und so, kannst du dich beim Webinar, hier ist der Link unten, frei, gratis anmelden oder kannst du mein Handbuch, Erfolgsstrategie, so geht's, bei der tradingweltmeister.de Webseite herunterladen, das ist auch gratis. Beim Webinar erhaltest du mehr Info, was ich mache. Handbuch ist, damit du was lesen kannst, was neugierig ist, vielleicht oder so. Wenn du noch nicht abonniert hast, mache das sofort bitte beim Kanal, dann weißt du sofort, wenn etwas Neues kommt. Und wir treffen uns wie immer nächste Woche wieder hier bei dem Trading Weltmeister Kanal auf YouTube. Ciao aus Italien, auch immer gesperrt zu Hause. Hoffen wir, dass das so bald wie möglich wieder normal wird. Ciao, ciao ad alle, ciao von Andrea Ungo.